Okay, jetzt geht es um das Thema Apfelprojekt, Christings. Was ist denn ein Apfelprojekt? Ist das nach dem Motto, das ist das beste Kernkraftwerk, das es gibt? Ich denke, die Anforderungen an unsere Kinder sind heute sehr hoch. Wir müssen viele Sachen lernen, die wir im normalen Fächerkanon nicht abdecken können in der Schule. Und somit haben wir zwei Firmen gegründet. Einmal eine Imkerei und hier eine Mosterei. Wir produzieren im Jahr etwa 4000 Liter Apfelmost und die besten Kunden sind die Schüler. Das ist, denke ich mal, auch eine wichtige Sache dabei. Und ja, haben sehr viel Erfolg. Wir sind jetzt im zweiten Produktionsjahr und haben bereits jetzt schon sehr hohe Auszeichnungen bekommen, weil bei uns die Nachhaltigkeit und daraus resultierend ein Teil hier, können Sie wunderbar sehen, einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und zwar wirklich handlungsorientiert, erlebnisreich und erlebnisnah, so dass jeder das nachvollziehen kann. Und das, denke ich mal, ist das Wichtige. Wir handeln mit den Kindern vor Ort und die Kinder zeigen hier den Erwachsenen, wie es geht. Und im vollen Bezug zur Regionalität, das ist besonders wichtig hier. Früher gab es Schulmilch als Pflicht sozusagen, jetzt gibt es Apfelsaft als neue Chance. So ist es. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr da, ist das in der Zwischenzeit fast ein Job, wo du sagst, das mache ich auch zukünftig, ich werde der Apfelsaftproduzent? Ja, also das macht schon Spaß, also ich würde das auch zukünftig machen. Ihr seid eine Schülerfirma, gibt es bei euch auch einen Geschäftsführer oder ist er der Chef? Höchstens der Chef, ja. Bist du ein guter Chef? Ja, das ist auch. Würde ich auch sagen, das ist richtig. Toi, toi.